Habt da noch was im Auge, Jungs? Einen Moment bitte. So, moin moin. Nun ist es soweit. Es ist Montag, letzter Tag. Der letzte Tag war gestern. So. Ich habe mich aber gestern dazu durchgerungen, das euch beizubringen und offen zu stellen für alle. Ich werde es also nachher dann auch posten. Wenn ihr schnell genug seid, werdet ihr es bei YouTube finden, wenn ihr mich abonniert habt, bevor es online kommt. Beziehungsweise bevor es im Forum steht. Nun ist der Tag gekommen. Jeder hat dann die Berechtigung, die Liste zu benutzen. Ich hoffe, sie gefällt euch und wird euch helfen, zumindest vielleicht das Spiel aus ein oder anderen Perspektive doch zu sehen, dass es auch ohne Geld möglich ist, Coins zu verdienen. Ich hoffe, ich mache das so kurz wie möglich. Ihr werdet das Video sicherlich öfter sehen, damit ihr es komplett versteht. Deswegen werde ich so schnell wie möglich das alles runterrattern. Das ist einer der vielen Videos, die ich heute sowieso mache. Das ist jetzt mittlerweile das 5. Whatever. Also, wir haben hier die Liste, die ihr komplett hier seht in vollem Glanze. Wir haben einmal die deutsche und die englische Seite, falls da einer das direkt in Englische sehen will. Vorweg. Diese Liste ist nicht dafür da, um Coin zu flippen. Das heißt, es ist nicht dafür ausgelegt, dafür, dass ihr was ankauft und verkauft für einen Gewinn. Wenn ihr das sucht, müsst ihr auf crossoutdb.com gehen. Zu den netten C-Core. Ja, der wird euch da weiterhelfen. Ja, diese Liste ist lediglich dafür da, um die ganzen Produktionskosten zu sehen, wie schnell ihr was machen könnt und was ihr am Ende da rausbekommt. Jeder wird von euch die Möglichkeit haben, nachdem ich das dann online gestellt hatte oder habe, dass ihr alle Preise ändern könnt, wie ihr wollt. Also die Liste aktualisiert sich nicht von selbst. Das muss die Community machen. Ich habe es in der Vergangenheit täglich selbst gemacht komplett. Oder sie wurde halt auch aktualisiert von den Subscribern, die ich in meinem Twitch-Kanal hatte. Das Aktualisierungsdatum, das ist von mir. Ihr seht, mittlerweile ist es 15.20 Uhr. Also es ist schon wieder 2 Stunden knapp her. Allerdings müsst ihr so oder so, mein persönlicher Tipp, immer bevor ihr selbst was handelt, herstellt oder irgendwas auf dem Markt macht, müsst ihr selbst schauen, ob es gerade up to date ist. Ihr wisst selber, der Markt pegelt oder tangiert sehr, sehr schnell hin und her. Und dementsprechend solltet ihr, falls ihr Coins machen wollt, da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben. So, jetzt gehen wir das Ganze von oben bis unten einmal durch. Wir haben hier die Grundressourcen, Metall, Kupfer, Drähte, Elektronikteile, Benzin, bisschen später noch Uran. Das sind die Grundpreise, das sind die Buy-Order-Preise. Die Buy-Order-Preise gleich vorweg, das sind die Preise, die ihr seht, wenn ihr beispielsweise Metall habt, Handel. Für die Grundressourcen sind das die Sofortkaufpreise, weil die Zeit sonst zu aufwendig wäre. Also wir haben hier 7,18, das heißt, ich kann das direkt mal aktualisieren. So 7,18, dann seht ihr komplett, dass die ganze Liste sich ändert. Das könnt ihr selbst jetzt auch eintragen, weil ich, wie gesagt, für euch geändert habe. So, dann habt ihr Kupferdrähte und so weiter, habt ihr nicht gesehen, darauf komme ich später drauf zu. Hier seht ihr das Verhältnis zu Benzin gegenüber Kupfer, abzüglich den 10%, was ihr bekommt in den verschiedenen Raids, also zum Beispiel in einfache Raids. Wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt Raids spielen, dann seht ihr, Raids kosten nur 20 und ihr bekommt jedes 120 Punkte, Reputationspunkte, bekommt ihr da die Ressourcen. Erfahrungsgemäß sind das hier bis zu, Stock. Ja, auf jeden Fall bekommt ihr da nicht so viel hinterher. Hier dürften es sein, ich glaube 5 Kupfer, wenn ich es richtig sehe. Ja, 5 Kupfer bekommt ihr hier. Das heißt, diese 5 Kupfer werden dann multipliziert mit dem Preis, beziehungsweise das sind 10er-Preise, also mal 0,5 minus, beziehungsweise minus 10%, also mal 0,9 minus den jeweiligen Benzinpreis, das wäre dann E7, mal 0,2, weil ihr 20 Benzin verbraucht. Dementsprechend tangiert sich das, wenn ihr Benzin benutzt und das Kupfer verkauft, landet ihr unterm Strich bei diesem Wert. Alright? So, dann habt ihr natürlich die normalen Rates mit 40. Wenn das nicht so nachhaken würde, 40
Geleitzug haben wir mit 2,33 Schwere, mit 0,49 und Invasion mit 0,89. Warum Geleitzug so viel mehr ist, ist ganz klar zu erklären. Da bekommt ihr bis 80 Kupfer pro Runde und das ist der höchste Gewinn, den ihr haben könnt. Und ja, dann geht das gerade so weiter. Wir haben hier unten eine ganze große Liste. Ich mache erstmal hier oben weiter kurz. Ihr seht hier das Weekly Cap Income, das hat sich damals, ich glaube, Boner oder Astro Browser gewünscht. Tut mir leid, wenn ich mich nicht ganz genau erinnere. Ich glaube, das war Boner. Der hatte sich gewünscht, wie viel Coins bekomme ich in der Woche, wenn ich nur das Cap fahre von den 2800 Metall und den. Weiß, das ist snoobig, dass ich nachschauen muss, aber von den 2450 Drähte. Ja, das wäre dann in diesem Fall plus die Dailies, die ihr bekommt an ganz normalen Aufgaben. Das wird eure, ohne dass ihr überhaupt irgendwas macht, wenn ihr nur die Scheiße verkauft, die ihr bekommt, 421, irgendwas sein. Ja. So. Des Weiteren haben wir hier die ganzen Container. Die Container sind gerade nicht herzustellen. Dementsprechend habe ich die Preise ausgetragen. Die könnt ihr selbst eintragen, wenn sie wieder da sind. Das ist derzeit die Halloween-Kiste. Ihr macht derzeit 0,358 Minus, falls ihr sie selbst herstellt. Beziehungsweise, ja, wenn ihr sie herstellt für 61,09 und wie sie verkauft, macht ihr halt minus 0,0358. Also jeder, der die herstellt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass halt kein Plus fährt. Zumindest, wenn er die Items kauft. Würdet ihr die Items selber verkaufen, würdet ihr quasi mehr Gewinn machen, anstatt das zu craften. Ihr macht das quasi, dass das Metall weniger wird. So, jetzt haben wir ein bisschen tiefer. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter für euch. Ja, wenn ihr denkt, oh, das war noch nicht kompliziert genug, jetzt geht es erst so richtig los. Hier haben wir einmal eine kleine Übersicht über die blauen, epischen und die legendären Items, was sie kosten in der jeweiligen Produktion. Das heißt lediglich die Grundressourcen. Die Grundressourcen sind, wie hier zu sehen, wir haben hier einmal Metall und einmal Kupfer plus die Werkbank. Plus das Instant Herstellen. Das Instant Herstellen heißt, dass ihr das nicht wartet, dass ihr das sofort herstellt. Ja, also immer wenn ich Instant sage, heißt es sofort. Das heißt, diese 4,5 berechnet sind anhand der größten Werkbank. Ist bei allen Items, bei blauen Items gleich. So, dann habt ihr bei den epischen und bei den legendären habt ihr das ebenfalls. Wie gesagt, das sind alles Grundressourcen. Instant-Herstellung und mit der größten Werkbank. Ja, ich kann es nicht oft genug wiederholen, mit der größten Werkbank. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, spult zurück mit der größten Werkbank, okay? So. Dann haben wir hier links die Preise mit den ganzen blauen Items. Das ist derzeit alle Buy-Order-Preise. Wie ihr seht, kostet das meistens mehr, die blauen Items selbst herzustellen. Instant. Das heißt, alle, die warten, sparen sich die 5 Coins und ihr würdet bei 40,46 landen. Bei den Grundressourcen plus den drei weißen Items, die ihr benötigt, um diese blauen Items herzustellen. 3 mal 0, bzw. 3 mal 6, 0,5 oder something. Ja, also ihr spart vielleicht oder 0,3 Coins sind damit, müsst ihr im Kopf haben, dass sie mit dazukommen, wenn ihr es selbst herstellt. Ja, also 0,3, je nachdem, wie gerade der Markt ist, aber die ganzen weißen Items, auch selbst die Avengers sind ja so weit unten, dass komplett zu ignorieren gilt. Ja. So, das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein blaues Item herstellt und ihr selbst, wenn ihr eine Stunde wartet, kostet das 40,46 plus die 0,3 am Ende. Das heißt, ihr werdet bei 40,76 derzeit liegen. Wenn ihr dann die 40,76 dann verkauft für 34 beispielsweise, das ist ja die Buy Order, nicht die Sell Order, ja. Wenn ihr 40,76 habt als Herstellungskosten, wenn ihr darauf dann noch 10% draufschlagt, weil das ist das, was nachher abgezogen wird, landet ihr roundabout bei 45 und ein bisschen. Und dann seid ihr gerade plus minus 0 raus. Das heißt, alles, was blau ist und weniger als 45 wert ist derzeit auf dem Markt, ist es nicht wert, drüber nachzudenken, überhaupt zu craften. Weil ihr macht Minus. Schlichtweg, ihr macht Minus. Und das kostet auch noch eine Stunde. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, haben wir die Sidekick-Drohnen derzeit bei 51,11. Wir können auch direkt mal nachschauen. Sidekick 51,8. 51,86 ist jetzt. Direkt hier eintragen. Und dann wisst ihr, wenn ihr 51,86 habt und ihr habt eine sofortige Herstellung von 45, könnt ihr selbst mit der sofortigen Herstellung 0, oder 1, keine Ahnung was Coins machen. Wenn ihr sie nicht sofort herstellt, habt ihr einen Gap zwischen 10 Coins. Ja, 40,7 zu 51,8 sind 10 Coins. Und
10% von 51,8 sind 5,18 Coins, also ihr landet ungefähr bei plus 5, 6 Coins. Pro blaues Item, wenn ihr eine Stunde wartet. Wenn ihr keine Stunde wartet, habt ihr plus 0,18. Klingt nicht viel, aber wenn ihr AFK seid oder kocht oder weiß ich nicht, irgendwas zu tun habt nebenher oder Hausaufgaben macht, studiert oder gerade irgendwo mit einem, weiß ich nicht, mit einem Tablet online seid, ist das völlig okay. Ich habe das immer kurz bevor meine Arbeit gemacht, damit ich das einfach durchjage, vor allem die legendären Sachen, die dauern 24 Stunden und meistens bin ich dann auf Tour und bin dann halt einmal am Tag vielleicht online, um einmal Knopf zu drücken und dann habe ich 80 Coins gespart. Das ist dann schon eine andere Skala. Was ihr hier seht, auf jeden Fall, die Links sind die blauen Items, das sind die ganzen Buy-Orders, das heißt, wie ihr hier die Sachen kaufen könnt. Das geht ins Detail dann weiter, wenn ihr dann die epischen Sachen dann craften wollt, weil es wird immer das Billigste gerechnet. Wie gesagt, meistens zu 99% ist es der Fall, dass ihr die blauen Items selbst baut und die ihr nicht bauen könnt, weil ihr nicht in der gleichen Fraktion seid, kauft. Und es ist meist billiger zu kaufen. Kleines Rechenbeispiel, nehmen wir mal irgendwas raus. Ich habe nichts vorbereitet, ich improvisiere immer sehr gerne. Schwapp. Nehmen wir mal die Quantum. Quantum haben jetzt beispielsweise die vier Sachen, die man selbst herstellen kann und die Wyvern. Die vier Sachen, hier haben wir einmal 48, Genesis 48 und 43,5. Also es wäre ratsam, wenn ihr warten wollt, ja, dass ihr sie selbst herstellt, weil es billiger ist, weil ihr nur 40 verbrauchen würdet. Wenn ihr nicht wartet, kostet es 45, ihr werdet hier aber dennoch 3 Coins sparen, hier würdet ihr 1,5 Verlust machen, also ihr werdet immer noch bei 1,5 plus. Ich bevorzuge es selbst zu craften, weil A, habt ihr keine Lust zu warten, weil es schnell gehen soll. B, dauert das meistens und ein kleiner Tipp nebenher vielleicht noch, ihr könnt in der Zeit schon mal ein paar Auktionen für die anderen Items, die ihr noch dazu braucht, um halt legendäre, weil das immer so ein Prozess ist, der abläuft. Ihr müsst immer schauen, dass ihr schon ein paar Gebote andere schmeißt für die anderen Sachen, damit während ihr craftet, ihr vielleicht sogar schon ein oder zwei Teile billiger bekommt, um es insgesamt das zu optimieren. So, wichtig, ihr wollt jetzt eine Quantum bauen, dann müsst ihr schauen, dann müsst ihr Handel gehen, dann wisst ihr, es kostet mindestens 45. Die Preise immer, und ich kann es nur oft genug sagen, immer aktualisieren. Ja? Wenn ihr die Preise nicht aktualisiert, dann berechnet sich das nicht hier automatisch. Das ist kein Automatismus. Das müsst ihr alles selbst machen. Wir haben jetzt 48,2, das ist gestiegen, das ist genauso wie das andere gestiegen. Sprich, das Selbstcraften ist billiger geworden. So, keep that in your mind. Wir haben hier 45,46, 45 und 48 sind irgendwas mit Schlag mich tot. So, dann habt ihr roundabout 2,7 Coins gespart, wenn ihr das selbst craftet, ohne Wartezeit. So, dann haben wir die Quantum. Die Quantum haben wir ja schon die Grundressourcen gemacht. Dann brauchen wir noch die Wyvern. Die Wyvern können wir ja selbst nicht kaufen oder herstellen. Die ist bei 44 und der Gap ist nur 0,9. Und das Herstellen wäre auch teurer. Auch hier könnt ihr die Berechnung, ihr könnt hier alles reintippen, was ihr an Zahlen habt. Ihr könnt beispielsweise auch direkt 47 eingeben, um zu sehen, wie teuer es wäre, wenn ihr das für diesen Preis kauft. Ja? Oder wenn die Kabine, was weiß ich, 5.000, 50.000 kostet, könnt ihr das auch eintippen, dann wird alles neu berechnet. Ja? Alles, was mit der Wyvern zu tun hat. Ja, derzeit kostet sie aber 44,10. Dementsprechend tippen wir das so ein für uns. Das sind jetzt 3 Zahlen gewesen, die wir eingetippt haben, um den Quantum exakt zu berechnen. So, die Quantum kostet jetzt in der Herstellung mit Schnick, Schnack, Schnuck 392,5 minus den 3 Coins, beziehungsweise 2,7 Coins, die wir uns gespart haben, also 390. Die Quantum berechnet sich, wie gesagt, durch die blauen Items, durch die Grundressourcen oben, durch die größte Workbench und durch die Instant-Herstellung. Die Instant-Herstellung beträgt dann 392,5. Jetzt müssen wir noch den Preis ermitteln, was die Quantum derzeit wert ist im Verkaufswert, also 430. 430 ist this way. Und da der Preis ist nicht so wichtig für uns erstmal. So, und das heißt im Endeffekt, wenn wir die Quantum sofort herstellen, ohne Wartezeit, einfach so, right in the face, würden wir minus 5,5 Coins machen. Würdet ihr aber 6 Stunden warten, bis die Quantum fertig ist und der Preis würde stabil wie das bleiben, würdet ihr immer noch 14,5 plus den 2,7 Coins vorweg machen, ja, würdet ihr bei 14,5 plus 2,7 landen. Also roundabout 17 Coins, sagen wir mal. Ja. Ich weiß, ich kann sehr schnell reden, wenn ich will, aber ich wollte das Video eigentlich so short wie möglich halten und ich habe noch viel zu erzählen.
Weiter geht's mit den legendären Waffen. Mit den legendären Waffen geht das genauso wie mit den Epic-Waffen. Es reiht sich ein kompletter Prozess an. Die Listen werden immer länger, weil eins ist der Unterschied ist, hier wird berechnet bei den Apollo-Generator als Beispiel, haben wir, dass wir einmal die Quantum brauchen. Die Quantum, wie sie zu berechnen ist, habe ich euch bereits gezeigt. Außerdem wird spezifisch an den Items, die ihr noch selbst herstellen könnt, weil ihr derzeit in der Fraktion Dawn of the Triton seid, braucht ihr also die Quantum nicht unbedingt kaufen, weil ihr sie auch selbst craften könnt. Das heißt, alles, was ihr selbst craften könnt und billiger ist, ist besser als teuer zu kaufen. Derzeit kostet der Quantum 418, das haben wir bereits hier eingetippt, und der stellt eine Event-Funktion auf. Diese Event-Funktion spielt ab zwischen, was ist billiger? Ist es billiger, das selbst zu craften, oder ist es billiger, das zu kaufen? Ja, derzeit ist es billiger zu craften, dementsprechend berechnet er die Craft-Funktion. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise die Quantum unter 392,5 kosten würde, sagen wir mal 5, seht ihr, Apollo würdet ihr 300 Coins sparen, weil er dann diese Seite berechnet, weil es billiger ist. Ja? Ja, tippen wir wieder 418 rein, sind wir wieder bei Minus und die Sachen wird wieder von der Herstellungskosten genommen. Außerdem braucht ihr für die Herstellung vier Tracks, zwei Tracks, also zwei große Ketten und zwei Gasgeneratoren. Shit, das war die falsche Taste. Und die findet ihr natürlich weiter oben. Da müsst ihr lediglich ebenfalls, weil ihr müsst ja den Apollo-Generator berechnen. Die Formeln sind alle schon da, ihr müsst eigentlich nur noch die Zahlen einfügen, was es kostet, das zu kaufen. Ihr könnt, wie gesagt, das Gebot oder die sofortigen Kaufpreise direkt hier eintragen, was es für euch natürlich sehr, sehr einfach macht, alles selbst zu berechnen. Hier haben wir die großen Ketten, 385 werden oder 83,98, weil sich da gerade wahrscheinlich einer vertippt hat, um 10. Hier, das wird dann direkt übernommen und ihr seht, dass es schon wieder ein bisschen teurer geworden ist zu davor. Ihr könnt es selbst craften, es ist möglich, es dauert bloß länger, weil ihr 24 Stunden erst die Fraktion wechseln könnt und dann wieder 6 Stunden warten müsst, um eine Kette herzustellen. Das heißt, ihr müsst zwei Ketten machen, das sind 12 Stunden, dann müsst ihr wieder 24 Stunden warten. Das dauert alles seine Zeit, deswegen müsst ihr es kaufen. Ihr müsst es schlichtweg kaufen. Um Zeit bzw. um Geld zu sparen, Gebot reinschmeißen, wenn es tief wie möglich ist, sodass ihr seht, dass ihr was spart. Derzeit spart ihr 3,98 Coins. Oder in meinen Worten, nichts. Ja? Wenn jetzt der Gap zwischen 380 und 400 wäre, würdet ihr schon 20 Coins sparen. 20 mal 2 sind 40, ja, und das ist schon ein bisschen mehr. So. Dann habt ihr ebenfalls noch die Gasgeneratoren. Die Gasgeneratoren sind bei den Lunatics. Das gleiche Spiel geht da weiter. Bei den Lunatics könnt ihr das auch nicht herstellen, weil ihr dort auf Children seid. Hier müsst ihr ebenfalls lediglich den Preis eingeben, was es kostet, was ihr aber haben wollt, ob ihr warten wollt mit 410 oder mit 417,7. So, und dann seht ihr, dass der Apollo derzeit nicht nur noch minus 50 macht, sondern minus 87,53, wenn der Preis zumindest noch bei 2,6 liegt. Es ist mittlerweile 2,609 irgendwas. So einfach ist das. Es hat sich sehr, sehr viel Arbeit angehört. Unterm Strich, wenn ihr was craften wollt, schreibt einfach die beiden oder die drei Grundressourcen hin, die ihr wollt. Schaut nach Metall, schaut nach den Grundressourcen. Das sind 6 Klicks, die ihr machen müsst, mehr nicht. Und dann habt ihr die perfekte Kalkulation am Ende. Hier habt ihr nochmal verschiedene Listen, wie viel Gewinn ihr macht, also schon abzüglich den 10%. Hier habt ihr nochmal die Liste, was ihr kriegen würdet, wenn ihr 6 Stunden wartet. Das heißt, die 20 Coins oder die 80 Coins spart. Hier habt ihr nochmal eine individuelle Liste, wenn ihr 54 Stunden wartet. Das heißt, wenn ihr komplett alles selbst craftet. Außerdem gibt es rechts noch Benutzerverbesserungsvorschläge, falls ihr noch irgendwas reinhauen wollt. Es sind derzeit die anderen drei großen Streamer von Crossout Admins. Ich habe sie bevollmächtigt dazu, alles selbst dazu machen. Sie können mich natürlich bei Fragen immer wieder kontaktieren. Und zwar sind es Sparkplug, Syncakes und JD Splice. Also, falls ihr da Fragen habt, einfach reinschreiben. Ich werde ab und zu mal vorbeischauen, ob alles okay ist. Ich bitte euch, diese Liste nicht zu verschandeln. Und ich hoffe euch, sie wird euch genauso viel helfen wie mir. Ich habe, glaube ich, 80 Stunden insgesamt gebraucht, um die ganze Liste zu optimieren. Das ist mittlerweile Version 3. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr bekommt ein paar Coins. Haut rein!